Der Viertakt-Ottomotor, vorerst nur als Zeichnung mit fehlendem Einlassventil. Was erkennt man? Die Kurbelwelle dreht sich im Uhrzeigersinn. Das bedeutet, der Kolben befindet sich gerade in einer Abwärtsbewegung. Das Auslassventil ist geschlossen. Würde bedeuten, würde ich jetzt das Einlassventil öffnen, wäre ich im ersten Takt. Ich schließe aber hier das Einlassventil. Ich schließe das Einlassventil. Jetzt bin ich im dritten Takt, dem Arbeiten. Kurze Wiederholung. Im ersten Takt haben wir Frischgas angesaugt, bestehend aus Luft und Kraftstoff. Im zweiten Takt haben wir dieses Gemisch verdichtet. Kurz bevor der Kolben den oberen Totpunkt erreicht hat, springt hier ein Zündfunke an der Zündkerze über. Hier sind zwei Elektronen, einmal Minus, einmal Plus. Hier springt ein Zündfunke über. Und dieser Zündfunke, der sorgt dafür, dass dieses Gemisch explosionsartig verbrennt. Der Kolben ist dann im oberen Totpunkt und wird dann runtergetrieben vom oberen Totpunkt zum unteren Totpunkt. Das bedeutet mit anderen Worten, hier in diesem Zylinder, in diesen kompletten Räumen, entsteht eine Verbrennung. Durch die Verbrennung entsteht Druck, das heißt, das Ganze expandiert, wird auseinandergedrückt. Dadurch, dass hier ein geschlossener Raum entsteht, entsteht ein hoher Druck und aus diesem Druck resultiert eine Kraft F. Und diese Kraft F, die drückt jetzt den Kolben nach unten. Die Kraft wird über das Pleuel an die Kurbelwelle weitergeleitet und dadurch letztendlich wird hier die Kurbelwelle in eine Drehbewegung versetzt. So. Wenn man sich das anschaut und das Ganze mathematisch betrachtet, haben wir hier einen Hebelarm. Und ein Hebelarm hat immer die Bezeichnung eines Radius. Denn es ist ja eine Kreisbewegung, die hier entsteht. Die Kurbelwelle dreht sich ja kreisförmig hier im Uhrzeigersinn. So, und wenn ich eine Kraft F und einen Hebelarm R habe, dann habe ich auch immer ein Drehmoment. Ich mache jetzt hier mal einen Strich an die Kraft F, weil die wird hier so schräg abgelenkt. Hat uns jetzt aber nicht großartig zu interessieren. Wir wollen es ja auch vereinfachen. Ich kann sagen, das Drehmoment M ergibt sich aus der Kraft F, vereinfacht für uns, also die Kraft, die jetzt hier auf den Kolben drückt und den Kolben nach unten treibt, mal dem Hebelarm R. So, wenn man sich das jetzt nochmal genau anschaut, hatte ich ja anfangs gesagt, dieser Hebelarm R hier unten an der Kurbelwelle ist ja letztendlich einmal der Abstand von der Kolbenoberkante zum oberen Totpunkt und der Abstand von der Kolbenoberkante zum unteren Totpunkt in unserer Zeichnung. Das heißt, die Kolbenoberkante steht immer genau in der Mitte zwischen OT und UT. Und da hatten wir auch schon festgestellt, das ist ja die Strecke H. Mit der Strecke H und der Fläche des Zylinders bzw. des Kolbens konnte ich den Hubraum ausrechnen. Wenn ich also weiß, wie groß diese Strecke hier ist, dann brauche ich die nur durch 2 zu teilen. Dann weiß ich, wie groß hier der Hebelarm ist. Und wenn ich dann auch noch weiß, wie groß die Kraft ist, die hier auf den Kolben wirkt, dann kann ich das Drehmoment ausrechnen. Wenn ich das Drehmoment habe, dann kann ich auch die Leistung ausrechnen. Die Leistung P, das kommt von Power, ist gleich das Drehmoment mal der Drehzahl. Das heißt, habe ich das Drehmoment,
dann muss ich jetzt einfach nur wissen, wie hoch lasse ich den Motor drehen, dann weiß ich, wie hoch die Leistung ist. Und das ist ja auch das, was in der Zulassungsbescheinigung angegeben ist. Unter der Leistung P steht zum Beispiel 100 Kilowatt, das ist die Angabe für die Leistung, 100 Kilowatt, nach alter Regel 136 PS, bei, jetzt meinetwegen angenommen, 6000 Umdrehungen pro Minute. Würde bedeuten, die Kurbelwelle dreht sich hier 6000 Mal in einer Minute. Und bei der Drehzahl von 6000 Umdrehungen pro Minute leistet der Motor 100 Kilowatt. Wenn wir das Ganze beschreiben, dann müssten wir jetzt hier aufschreiben, was wir wiederum alle sehen. Wir sehen, der Kolben bewegt sich vom oberen Totpunkt zum unteren Totpunkt, angetrieben durch die Kraft F. Die Kraft F drückt den Kolben von OT nach UT, wodurch hier unten an der Kurbelwelle eine Drehbewegung entsteht. Wir stellen fest, dass EV und AV sind geschlossen, also eines Ventil ist geschlossen, AV ist geschlossen und durch das Entzünden hier oben des Gemisches durch die Zündkerze, Fremdzünder, durch das Entzünden des Gemisches durch die Zündkerze wird eine explosionsartige Verbrennung hervorgerufen, durch die eine Kraft entsteht, die den Kolben von OT nach U drückt, und das Ganze nennt man dann letztendlich das Arbeiten, also durch eine explosionsartige Verbrennung entsteht eine Kraft, die den Kolben von OT nach UT, ich schreibe jetzt mal in Anführungsstrichen, treibt. Und das ist letztendlich dann das Arbeiten. Also dritter Takt, das Arbeiten.